Leute, was geht? Ihr seid bei JB Cars TV und wie ihr an den Bergen und dem Hafen hinter mir seht, ich bin in der Schweiz. Ich werde in den nächsten Tagen ein paar Automuseen besuchen, werde auf zufälligerweise auf den Genfer Autosalon gehen und ich werde, wenn es geht, euch davon berichten. Würde ich sagen, schauen wir uns noch mal kurz die schöne Stadt Bregenz an und dann können wir weiterfahren. Da will man einfach mal sein Auto auftanken und schon sieht man ein extrem seltenes Auto. Das Auto, das ihr vor euch seht, ist allerdings ein bisschen besonders. Denn der Lotus 23, oder in diesem Fall der 23B von 1963, ist ein kleiner Rennflitzer der allerbesten Klasse. Man muss sich nur einmal vorstellen. In diesem winzigen kleinen Auto steckt ein 1,5 Liter Vierzylinder, der in der Rennversion 140 PS hat. Das klingt nicht nach sehr viel, die meisten heutigen Autos haben mehr. Wenn man jedoch bedenkt, dass dieses Auto ein Leergewicht von nur 400 Kilogramm hat, dann wird einem schon klar, warum dieses Auto so beliebt bei damaligen 1960er Rennen war. Das Auto wiegt ein Viertel eines heutigen Volkswagen Golfs. Dank seiner geringen Leistung, aber auch seines geringen Gewichtes, war das Auto eigentlich ziemlich unschlagbar. Diese Geschwindigkeit wurde zu einem kleinen Problem für den Lotus 23, denn bei den 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1962 wurden den Werks Lotus 23 keine Starterlaubnis gegeben. Aus dem einfachen Grund, dass die französischen Rennteams Angst hatten, dass ihre Autos nicht konkurrenzfähig seien, sollten die Lotus mitfahren. Aufgrund von dieser zweifelhaften Entscheidung entschied sich Colin Chapman, nie wieder einen Werkslotus bei den 24 Stunden von Le Mans fahren zu lassen. Es hat mich echt gefreut, dieses Auto zu sehen. Es war echt unerwartet, aber es war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Denn jetzt fahren wir zum eigentlich ersten Stopp auf meiner Reise. Dem ersten Museum. So, wir sind beim ersten Ziel dieser Reise angekommen, der Autobau-Erlebniswelt. Ein, wie es aussieht, sehr, sehr gutes Automuseum. Weil ich würde euch, obwohl ich noch nicht drin war, jetzt schon sagen, kommt unbedingt hierher. Denn hier stehen überall seltene Autos rum. Und naja, selbst ich habe keine Ahnung, was das da hinter mir ist. Also wenn irgendjemand von euch eine Idee hat, dann bitte sagt es mir, weil ich würde es sehr gerne wissen. Das Museum macht in ungefähr einer halben Stunde auf. Und währenddessen zeige ich euch, was hier sonst noch so rumsteht.
So Leute, das war ein kurzer Einblick in den Autobau hier in Romanshorn. Es gibt noch sehr viel mehr, also würde ich jedem von euch empfehlen, hierher zu kommen und sich selber die Autos anzugucken. Es ist jetzt circa 3. Ich kann erst ins Hotel in ungefähr 4 Stunden, also schauen wir mal, was wir noch machen. Wisst ihr, ich war gerade am Wegfahren. Gerade wegfahren vom Autobau, bin rausgefahren und naja, mir kam was entgegen, das ich zurückverfolgt habe. Und wo ist es hingefahren? Natürlich wieder zum Autohof. Und naja, was ist es? Ein Radical. Wenn ihr mehr sehen wollt von dieser Schweizer Tour, dann driftet doch eure Hand über den Abonnentenknopf. Und warum teilt ihr nicht das Video? Weil, naja, unsere Community muss ein bisschen größer werden. Ansonsten würde ich sagen, sehe ich euch alle in den nächsten Videos. Ciao!